MotoTV 22 Bauer beim Eisbootmeister. Ja, das heutige Rennen der Tourenwagen-Legenden heute hier am Hockenheimring bei regennasser Fahrbahn. Und wir sehen hier die Protagonisten, die auch hier sitzen und uns etwas von diesem Rennen erzählen. Kurt Diem, Stefan Rupp, Anton Werner und Alfred Heger. Und später kommt noch dazu Klaus Ludwig und unser Legende, der Roland Asch. Und wir wünschen euch jetzt eine gute Unterhaltung und freuen uns auf das Rennen. Und es geht jetzt in die Einführungsrunde. Und bitte, Stefan, als Führender, du kannst anfangen. Ja, also am Anfang war es richtig schön nass noch. Ja. Und ich habe mich eigentlich schon gefreut. Ja. Und dann, wenn wir in der Startaufstellung standen sind, da hat dann der Regen nachgelassen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ein bisschen nässer hätte ich mir das eigentlich schon gewünscht. Ja. Ja, und man sieht da, du bist da mit deinem Mercedes gleich in der zweiten Position, Alfred. Ja, das war für mich natürlich auch absolutes Neuland, mit dem Auto zum ersten Mal gefahren, zum ersten Mal im Regen. Wusste nicht, wie die Reifen funktionieren und ich hatte nur diese eine Einführungsrunde. Ich habe natürlich gehofft, die würden vielleicht zwei Runden fahren im Regen, weil wir halt noch nicht im Regen hier trainiert hatten. Aber wir hatten diese eine Einführungsrunde und die wird ja auch nicht sehr schnell gefahren. So muss man sehen, dass man die Reifen einmal auf Temperatur bringt. Das ist schon mal wichtig. Und zum anderen musste ich das Gefühl bekommen, was der Reifen überhaupt kann. Ja? Und Bremspunkte kann man sich natürlich da im Regen bei der Geschwindigkeit noch nicht suchen. Und habe mich schon darauf vorbereitet, dass der allradangetriebene Alpha und der allradangetriebene Audi von dem Anton Werner mir da schon das Leben ja nicht gerade einfach machen würden. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja, man sieht eh schon den orangen, den Audi 200 von Anton Werner, der jetzt hier die Reifen aufwärmt. Anton, wie ist es aus deiner Sicht gewesen? Ja, ist so ähnlich wie Alfred das erzählt. Also ich bin auch das erste Mal mit dem 200er im Regen. Meine Bedenken waren so ein bisschen, dass die Scheiben beschlagen, weil die Lüftung und die Gebläse oft da nicht so mitmachen. Vor allen Dingen, wenn Wasser in das Auto kommt. Das waren so meine größeren Sorgen, eigentlich keine Sicht mehr zu haben. Aber das hat sich dann im Laufe des Rennens dann als Nichtsieg erklärt. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, was den Beschlag der Scheiben anbelangt. Wichtig ist es natürlich, dass man am Anfang die Räder warm macht und dass man die ganze Performance ein bisschen testet von den Reifen. Was haben die für einen Grip? Und da sind wir gerade so in der Aufwärmrunde und man wärmt praktisch die Räder auf, um dann vor zum Start fahren, wenn es die Safety Car dann einbiegt und dann geht's los. Ja gut, und du warst ganz in der Mitte, du hast die ganze Gicht von allen Fahrzeugen gehabt. Wie war deine Situation ohne Scheibenwischer? Ja, ohne Scheibenwischer, okay, das war später im Rennen, aber wir haben vorher darüber gesprochen, der größte Problem, wenn du ein Rennen fährst. Wenn du nichts sehen kannst, dann hast du echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ja, die erste Runde, da habe ich leider festgestellt bei mir, dass der Motor beim knapp ab 1000 Aussätze hat und das hat mir leider das ganze Rennen versaut, verfolgt. Naja, ist halt Motorsport, ich denke, das hat was mit Feuchtigkeit zu tun. Ja, und jetzt wird alles spannend, jetzt kribbelt das überall, jetzt gehen wir auf das Startziel zu und warten, dass es wieder grün wäre. Ja, und die Startziel jetzt ganz, ganz spannend und jetzt müssen wir genau achten drauf. Also der Stefan hat das sehr gut gemacht und die, erzähl mal jetzt aus deiner Sicht, du siehst es jetzt selbst live. Ja, im Augenblick ist der Stefan noch vor mir. So, und jetzt hat der Stefan ein bisschen die Geschwindigkeit reduziert. Und das war natürlich der Punkt, wo man mir einen Frühstart dementsprechend zugewiesen hat. Aber ich muss eins sagen, ich war ja eigentlich an dritter Position. Ja? Das heißt, der Stefan Mücke, der stand auf Platz 1. Und richtigerweise, hat die Rennleitung recht, hätte ich in der zweiten Startreihe starten müssen. Ja? Und so hat man mir halt da einen Frühstart assistiert. Und man sieht eine unheimliche Gischt. In der ersten Runde, in den ersten beiden Runden war es irrsinnig nass. Ja, war viel Wasser auf der Strecke. So, und da habe ich erstmal ein bisschen vorsichtig gemacht, um mich ans Auto, an die Räder und an die Beschaffenheit zu gewöhnen. Ja, Stefan, von dir sehr gut gemanagt, der Start, wie man sieht. Und bist in Führung gegangen dann später. Und hast das Rennen auch gewonnen. Aber wie siehst du die Situation? Ja, also für mich hat sich die Situation so dargestellt, ich war also, sage ich jetzt mal, in zweiter Position. Auf der linken
auf dem linken Startplatz. Ja. Wir sind dann quasi im Grid reingekommen. Ja. Und du schaust halt im Prinzip, sage ich jetzt einmal, auf die Ampel, ja, und auf die Startlinie. Ja. Und auf einmal war der Alfred neben mir, ja, so eine halbe Wagenlänge vielleicht. Und die Ampel war immer noch rot. Und immer noch rot. Und dann war der Alfred auf einmal weg und dann war es grün. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das war jetzt sehr, sehr, sehr früh. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, das liegt dann nicht an mir, das zu entscheiden, sondern das liegt dann an der Rennleitung. Ja. Und dann in der ersten Kurve, ja, da habe ich vielleicht sag jetzt einmal, ja, die bisschen bessere Position dann gehabt, weil ich von außen reinfahren habe können, ja, in die erste Kurve, und der Alfred ist von innen rein, ja, und vielleicht ein bisschen zu weit dann in Richtung Körbs raus, und die sind natürlich, sage ich jetzt einmal, an der Stelle spiegelglatt. Ja. Da glaube ich, hat das Auto von dir also einen kleinen Rucker gemacht, und du hast dann Gas rausnehmen müssen, und dann habe ich innen vorbei können. Ja. Und dann fährst du dein Rennen. Also ich sage jetzt einmal, je mehr Wasser auf der Strecke ist, desto besser funktioniert das Auto. Ja. Und ich glaube, ich habe dann bis zur Safety-Car-Phase habe ich dann, glaube ich, 8 Sekunden Vorsprung schon gehabt oder so. Ja, ja, also, man hat es gesehen, also Alfred, relativ ja. großer Vorsprung. Ja. Und hier der Kampf zwischen Alfred und dem Anton Werner im Audi. Wie hast du das gerade gesehen, das Überholmanöver, Anton? Ja, das war die Startphase, und da ist der Alfred eben ein bisschen rausgekommen. Habe ich natürlich, Stefan ist vorbei, habe die Lücke auch sofort gesehen und das genutzt und habe mir gedacht, jetzt schaust du mal, ob du mit denen ITC mithalten kannst. Aber das ging halt nur in der Startphase, um da ein bisschen zu pushen. Später, wenn dann die Routine reinkommt und die Reifen alle warm sind, dann war der Allradvorteil auch nicht mehr so groß. Und es ist ein schweres Auto, das beschleunigt zwar ganz ordentlich, aber man muss auch wieder bremsen, die Masse. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass da einfach ganz andere Welten zwischen den Fahrzeugkonzepten sind. Ja, Kurt, du hast ja richtige Probleme gehabt mit deinem Fahrzeug. Also das war jetzt nicht gerade für dich ein leichtes Rennen. Erzähl einmal, was dich alles so bewegt hat bei diesem Rennen. Ja, das ist so, was sagt man in Deutschland, Rennen zu vergessen. Ne? Erste Rennrunde ist er in den zweiten Gang festgegangen. Ja, dann ist er einige vorbeigedüst, Vibrationen sowieso. Und mein größtes Problem war, dass der Motor ungefähr 7, 8, 7, 9 Aussätze hat, die ganze Rennen. Und da fing der Motor einige an zu pushen, bis so 8, 8 ungefähr. So, ich war froh, wenn es vorbei war. Also das war das, was wir nennen Short Shift. Du wechselst ganz schnell die Gänge, aber du fährst in eine Drehzahl, wo die vielleicht 50 PS fehlt oder sowas, oder 40. So, naja, das ist Motorsport. Fertig, aus. Das ist Motorsport, ja, ein Rennen zum Vergessen. Und bei dir, Roland, du bist jetzt gerade dazugekommen. Wir machen da jetzt von unserem Livestream einen Rückblick. Wie siehst du das Rennen oder wie hast du das Rennen gesehen? Na gut, ich war mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, aber sonst hat es eigentlich Spaß gemacht. Ich habe mir mit Händen und Füßen gewehrt gegen den Klaus erstmal, da ist der vorbei und da wusste ich, den kann ich nicht halten. Das war ein Ding für sich, der hat ABS drin, das ist ein Evo 2, hat sequenzielles Getriebe. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber konnte nicht halten und dachte, ist okay. Und dann kam die Safety Car und nach dem Safety Car habe ich überhaupt ganz wenig Grip gehabt. Also dann kam der BMW vorbei, ich konnte mich nicht mehr richtig wehren, ich habe keine Sicherheit mehr gehabt vom Auto her. Und dann dachte ich, komm, der fertig ist so ein netter Mensch, das Auto muss heil zurückkommen, weil die Reifen waren irgendwie am Ende, die waren einmal überhitzt schon mal, die waren vom Prüfstand, sind so Brocken raus und die haben wir jetzt drauf gehabt und die haben halt dann keine Sicherheit mehr gehabt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich ja in Hockenheim im Räge, ist normal meine Heimat, aber ich habe alle Linien versucht, ging einfach nichts, ich bin immer wieder dermaßen ausgerutscht, quer gekommen oder in der Spitzkehre bin ich ganz raus wieder rein und es hat einfach nicht so funktioniert, aber trotzdem war eigentlich ein schönes Rennen. Gegen Klaus, da kam der Kurt noch im Rückspiegel, habe ich den Kurt noch gesehen und denke, oh je, jetzt wird es heiß. Weil das ist auch kein gewöhnlicher Kurt, der kann schon lange. Ich habe ja 2, 3 Jahre mit ihm zusammen gefahren und dufter Kerle, aber wenn es ums Rennen geht, da lässt er einem keinen Zentimeter Luft, der Kurt. Ja, und das war dann die Safety-Car-Phase nach ca. 15 Minuten. Der Sierra hat an der Boxenmauer an der Geraden eingeschlagen. Dann ist die Safety-Car-Phase gekommen. Stefan,
Wie hast du das gesehen mit diesem Serra? Doppelt gelbe Flaggen, da kommst du ums Eck und dann ist dann das Auto von der Streckensicherung gerade hingefahren. Und ich habe dann angehalten, weil direkt vor mir irgendwelche Fahrzeugteile gelegen sind, Fahrwerksfedern und was weiß ich. Und dann haben wir gedacht, bevor ich da... Hier sieht man den Einschlag, ja. Und wie gesagt, du hast halt mit dem Auto auch, sag jetzt einmal, einen sehr geringen Lenkeinschlag. Ja. Und wenn du weiter hinten stehst, so wie der Alfred ist dann an mir vorbei. Ja. Und ich habe dann auch irgendwo an dem Weg ein bisschen vorbeigesucht. Aber wie gesagt, also da war es mir dann zu gefährlich, einfach vorbeizufahren. Ja. Ja, da sind wir gestanden hier bei der Safety-Car-Phase und dann der zweite Start. Wie war dann der zweite Start für dich, Alfred? Der zweite Start war für mich absolut okay. Der Stefan war noch vor mir, aber ich habe mich in der Zeit bis zur Safety-Car-Phase immer besser an das Auto gewöhnt, habe mehr Vertrauen bekommen, bin immer schneller geworden und habe mich auf den zweiten Teil ja gefreut, weil ich wusste, dass ich da viel näher dran sein werde, zumal die Strecke auch nicht mehr so nass war wie am Anfang. Und ich war mir eigentlich sicher, dass wir da ziemlich eng miteinander um das Rennen, um den ersten Platz kämpfen würden. Ja, Anton, wie hast du das gesehen aus deiner Sicht? Ja, ich habe mir gedacht, es kommt wieder mal eine Chance, da reinzustechen, weil ich ja wieder einen Anschluss gefunden habe, und um da zu pushen. Aber mittlerweile sind die beiden vor mir natürlich auch in ihre Routine gekommen und dann konnte ich da eigentlich nicht mehr so richtig mithalten für den ersten beiden. Ja, gut, und du hast Probleme gehabt mit dem zweiten Gang, der ist nicht mehr herausgegangen? Ja, der ist später rausgegangen, also, aber wenn man so eine kleine Pause da in Anführungszeichen steht, dann träumt man selbstverständlich davon, dass der Motor plötzlich freiläuft und alles ist wieder gut und so weiter und so fort. Also eine Art Reset und sowas, da war leider nicht der Fall. Und kurz danach ist der Scheibenwischer aufgehört zu arbeiten. So, wie gesagt, das ganze Programm ist durchgegangen heute. Ja, und jetzt kommt gerade der Klaus herein, den werden wir jetzt auch gleich ein bisschen befragen, wie er das Rennen gesehen hat. Ja, Klaus, wir machen da gerade einen Rückblick von diesem ersten Rennen. Jetzt ist gerade die Safety-Car-Phase, du stehst in der zweiten Reihe. Wie war das für dich? Ja, ich habe in der zweiten Reihe gestanden, Dietmar. Geil, oder? Zweite Reihe ist nicht so gut die erste, aber immerhin gut genug. Ja, man sieht ja die 30-Sekunden-Tafel und nach der Safety-Car-Phase geht es jetzt gleich los. Ja. Also man sieht, das Feld ist noch voll gut bestückt mit sehr vielen Fahrzeugen. Aber wie hast du das Rennen der ersten Phase gesehen? Also gut, ich meine, Regenrennen sind immer spannend, weil es halt eben, du musst den Grip finden. Die Strecke fährt man nicht wie sonst, sondern sucht seinen Weg, den Weg des besten Grips. Dann war hier unten, jetzt mal sieben, kommt das ins Bild, war eine extreme Ölspur, da hat man abgestreut, da musste man auch drauf achten, dass man da nicht so richtig reinfuhr. Ja, und alles andere ergibt sich dann meistens. Ne? Kleine Fehler von dem anderen geben dir einen Vorteil. Wenn du selber Fehler machst, so wie ich nach dem ersten Start, war ich ein bisschen zu euphorisch, bin ein bisschen zu weit rausgekommen hier auf diese Außenlinie. Oder wie nennt man das? Auf das Bankett. Ja, da war es extrem glatt und konnte ich nicht richtig beschleunigen, da war ich dann plötzlich nur Fünfter und so. Aber dann, dann hast du halt eben eine Aufgabe. Dann versuchst du deinen Gegner zu studieren, wo kann er mehr, wo kann er weniger. Und dann suchst du dir dann die richtige Stelle aus, wo du ihn überholst. Und wenn es geht, vom Auto her, und dann machst du es eben. Ne? Also selbst da habe ich schon geguckt, wo ist eigentlich mehr Grip, innen, außen. Hier in der Kurve zum Beispiel war innen viel mehr Grip beim Beschleunigen wie außen. Und dadurch konnte man dann die nächste Linkskurve vollfahren, selbst im Nassen. Wenn du außen rausfuhrst, konntest du die nächste Linkskurve nicht vollfahren, weil du da schon quer warst und keinen Grip hattest. Also so führt die eine in die nächste Kurve manchmal, zum Beispiel hier, dann ist es extrem glatt. Ja, und dann geht's oder geht nicht. Ja, Stefan, du hast dann den Funkspruch bekommen von deiner Crew nach dem Safety Car, nach dem zweiten Start und hast etwas verzögert. Ja, also ich bin da heute also hinterm Safety Car gestanden und habe da meiner Wassertemperatur zugeschaut, die dann schon fast bei 140 Grad war. Ja. Und dann habe ich bloß noch gebetet, hoffentlich fährt der da vorne jetzt mal schön langsam los, ja, weil sonst geht mir hier die Kiste hoch. Ja. Und also ich habe aber dann nach der Safety Car Phase gemerkt, je weniger Wasser auf der Bahn war, desto schlechter haben die Reifen dann funktioniert. Ja. Und dann ist irgendwann mal der Funkspruch von der Box gekommen, ja, dass der Alfred eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, heute Nachmittag ist auch noch ein Rennen. Ja.
Und um also, sage ich jetzt einmal, die Technik zu schonen, habe ich dann einfach ein bisschen rausgenommen und habe ihn dann an der Mercedes-Tribüne hier unten vorbeigelassen. Ja? Und habe dann im Prinzip, sage ich jetzt einmal, dann auf der zweiten Position des Rennen dann zu Ende gefahren. Ja, Alfred, du hast da noch gemeint, du bist Führender, du führst das Rennen jetzt an und bist als Sieger eigentlich durch das Ziel gekommen. Dann natürlich die Strafe jetzt von der Kommission, die Überfahrung der weißen Linie etwas zu früh. Ja gut, das war ja im ersten Rennen, also beziehungsweise hier nach dem ersten Start. Und die Safety Car Startphase, die war absolut okay. Ja. Der Stefan war vorne und ich habe ja gesagt, ich wusste, ich war schneller, ich bin für mich schneller geworden im Laufe der Runden. Und ich wusste, dass das jetzt ein schöner Positionskampf ist. Und der Stefan sagte, er hätte rausgenommen. Ich würde sagen, ich habe zugelegt. Und dann kam es zu dem Überholmanöver und ich habe mich in dem Moment immer noch als sicherer Sieger gefühlt und habe auch versucht, meinen Rhythmus zu halten und bin dann eben am Ende des Rennens aufgeklärt worden, dass der erste rollende Start eben von mir nicht perfekt gefahren wurde. Ja, jetzt der Neustart nach dem Safety Car. Und jetzt, Stefan, du führst jetzt gleich. Und Anton, du hast die zwei vor dich gehabt und natürlich der Angriff war da von dir. Ja, also in der Safety-Car-Phase bin ich ein bisschen zu weit zurückgefallen. Ich hätte mehr Anschluss gebraucht, um auf der Geraden dann da zu überholen. Und das ist mir da nicht gelungen. Und das ist einfach so der Moment, wo du einfach zuschlagen musst oder es kommt die Chance dann nicht mehr. Aber im Grunde genommen bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Und das Auto, das muss ja auch immer wieder, die Masse muss auch wieder gebremst werden. Das beschleunigt zwar ganz ordentlich, aber wir haben irgendwie fast 1300 Kilo und das nimmt dann Fahrt auf und irgendwann kommt die Kurve, da musst du alle Anker schmeißen. Wir haben gestern Bremsbeläge gewechselt, also ich kann einen Turn fahren und dann brauche ich neue Beläge. Das ist schon extrem, geht das auf die Bremsen. Und ja, und dann schiebt er einmal über die Vorderachse. Also das ist so vom Fahrwerk her nicht immer so ausgewogen. Ist ja doch eine Familienlimousine und nie ein Rennauto oder nie als Rennauto gebaut. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Der Vorteil ist dieser gigantische Motor, wo da drin ist. Ja, gigantischer Motor in dem Audi 200. Ja, und der Kampf in der Mitte war dann Kurt Diem und Roland Asch mit den Mercedes. Also Roland, wie hast du das dann gesehen, der Angriff, der was da gekommen ist von dir? Ja gut, ich habe erstmal mit dem Klaus gekämpft, der Klaus ist dann vorbei. Und dann kam hinten noch ein BMW, den konnte ich auch nicht halten. Und was war dann? Da habe ich noch lange mit dem Sonax Mercedes gekämpft. Wir haben einen schönen Kampf gefahren, aber war richtig fair und einmal war ich besser, er besser. Und er hat dann am Schluss doch die Nase vorne gehabt, aber hat riesig Spaß gemacht. Und Kompliment, wie der Kerl gefahren ist, also muss ich sagen, er ist fair gefahren und hat richtig gut die Linie auch gefahren. Ich habe immer wieder abgeguckt, wo kann ich denn mehr Grip holen und hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, bring das Auto heil zurück. Der Ferdi will jetzt das zweite Rennen starten und das war mir eigentlich wichtiger. Ja gut, du bist dann hier im Kampf von hinten langsam rangekommen zu den Fahrzeugen, zum Roland und ich habe dann auch noch ein bisschen gematcht. Ja, aber ich muss ehrlich so geben, also ich bin so ein bisschen mit stumpfer Wasser unterwegs gewesen. Und ich bin nur an dem dran geblieben, weil die einen Zweikampf hatte vor mir. Das ist halt schön anzusehen, aber ich könnte da nicht angreifen. Ich habe nur versucht, da irgendwo keine Fehler zu machen und aufzuschließen und vielleicht hoffen auf die letzte Runde, dass die was irgendwie fabrikiert da, dass hier das neben das Rennen kommt. Aber das war nicht so. So, alles ist gut, alles ist gut. Ja, alles ist gut. Zwei Streiten freut sich der Dritte. Ich habe gesagt, der Klaus kommt immer näher, weil wir haben uns immer wieder die Ideallinie haben wir uns kaputt gemacht natürlich. Ich wollte wieder innen vorbei, dann hat er wieder zugemacht. Und vor allem war der Kurt hinter mir. Es war also ein schönes Rennen, hat Spaß gemacht. Ja, und hier sieht man jetzt Stefan als Zweiter. Na, Stefan führt noch. Und das ITC-Auto jetzt von Alfred kommt von hinten. Und dann hast du eben zurück dich fallen lassen und hast dein Auto geschont. Also ich muss da am Alfred schon recht geben, also ich sage jetzt mal, wenn die Durchfahrtsstrafe nicht gewesen wäre, ja, wäre es bestimmt noch spannend geworden. Ja.
weil, wie gesagt, also, je trockener das geworden ist, desto schlechter haben meine Reifen funktioniert. Ja. Und, aber wie gesagt, also, ich glaube, das war eher, sage ich jetzt einmal, dann die taktische Maßnahme, ja, dass ich nicht mehr zu betteln, ja, weil es schlicht und ergreifend auch ganz sinnig gemacht hat. Ja. Also wir haben halt nachmittags noch ein Rennen, ja, da soll ja alles funktionieren. Ja. Und bloß nochmal eine ganz kleine Korrektur. Ja. Also ich habe erst rausgenommen, ja, wie der Altfried an mir vorbei war. Ja. Also ja. Dann habe ich ihn dann ziehen lassen, also nicht schon davor. Davor habe ich eigentlich mit Übersteuern, Untersteuern und wirklich immer mehr nachlassenden Grip gekämpft. Ja. Und das ist, wenn du einen Regenreifensatz hast, der schon 4 oder 5 Jahre alt ist und den du normalerweise nicht brauchst. Wir haben ja, sag ich jetzt einmal, bei den Tourenwagenlegenden auch immer das große Glück, dass sowas, also ich kann mich an das letzte Regenrennen erinnern, das glaube ich, das war 2018 oder 2019 oder irgendwas. So alt sind die Regenreifen schon. Mit, ja. Also, ja klar, also ich meine, du kannst da jedes Jahr einen Satz neuen kaufen für 2.500 Euro, ja. Oder du sagst, naja, für die ein, zwei Mal, die ich dann brauche, ja, dann werden sie es schon noch tun, wenn sie noch nicht angefahren sind. Ja. Aber wie gesagt, also die Strecke draußen war wirklich extrem sehr quicky, glatt. Ja. Ja. Und also jetzt einmal das Wegbleiben von den Körbs, da gehört schon auch ein bisschen Disziplin dazu. Und wie der Werner, wie der Anton vorher schon gesagt hat, die Masse, die beschleunigt vielleicht ganz gut, aber muss halt dann leider auch wieder verzögert werden. Ja. Und das war halt auch so ein Thema. Ja. Ja, Alfred, dir hat es einmal richtig Spaß gemacht, in diesem Fahrzeug zu fahren. Da bist du das erste Mal mit so einem Fahrzeug überhaupt gefahren. Ja, ich war heiß zu der Phase, wo ich auch so ein bisschen auf den Stefan aufgeschlossen habe. Wie ein 35-Jähriger, ja, und habe immer mehr Vertrauen zu dem Mercedes bekommen und ich muss sagen, wirklich ein fantastisches Auto, aber wie auch der Stefan sagt, auch wir fahren mit gebrauchten Rädern, werden auch heute Nachmittag nicht mit frischen Rädern fahren und die kamen schon sehr schlecht auf Temperatur, ne? Das hat man bis zum Schluss gemerkt, aber okay, auch da hat der Stefan recht, wir sind hier nicht bei einer Formel-1-Weltmeisterschaft und irgendwo muss auch das Budget irgendwo in Grenzen gehalten sein, damit wir alle wirklich da auch ungefähr die gleichen Möglichkeiten haben, wenn wir in denselben Klassen fahren. Aber wie gesagt, mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag und es ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Der Stefan ist natürlich super gefahren und ich habe mich gefreut, dass ich auf ihn aufschließen konnte. Habe da auch gemerkt, wie er gerade sagte, dass er da immer noch ja gepusht hat. So muss man auch als Rennfahrer agieren. Ja? So, und als ich dann vorbei war, dann hat er gesagt, okay, der hat mindestens 30 Sekunden, eine 30-Sekunden-Strafe anzutreten. Also konnte er da ein bisschen rausnehmen. Ich habe mich schon gewundert. Aber bin immer noch nicht drauf gekommen. Okay, die Diskussion, die wird noch etwas weitergehen. Aber freuen wir uns jetzt auf das zweite Rennen. Kurt, wie wird der Angriff sein jetzt am zweiten Lauf jetzt von deiner Seite? Gar nichts, weil ich fahre nicht. Ah, du fährst gar nicht mehr? Nee, mein Kollege, der Eigentümer, der Wüst aus Holland, der sitzt jetzt in sein Auto. Und jetzt gucken wir, dass der richtig läuft. Dann wirst du wieder am Nürburgring angreifen? Ja, wieder, ja. 100%. Super. Stefan, du fährst hundertprozentig noch. Ja, ja. Und wie ist es der Angriff? Ja, das kommt jetzt mal darauf an, wie die Bedingungen sind. Ja. Ich meine, es ist halt generell sehr kalt. Ja. Und deswegen wird es vielleicht auch, sage ich jetzt mal, echt dauern, bis die Strecke komplett abgetrocknet ist. Ob man das halt nachmittags mal erleben, keine Ahnung. Ja. Das ist halt dann, sage ich jetzt mal, so ein typisches Semislick-Wetter. Ja. Es wird nicht regnen, denke ich mal. Ja. Also das, glaube ich, ist jetzt weg und wenn uns der Wind gnädig ist und die Strecke trocken bläst und die Serien, die jetzt vor uns fahren, ja, dafür sorgen, dass es relativ trocken ist, ja, dann ist es eher, sage ich jetzt einmal, so die Entscheidung zwischen Slicks und Semislicks, ja, und dann muss man mal gucken, ja, was da so kommt. Ja. Ja, schöner Kampf da. Ja, Anton, der zweite Lauf von deiner Seite, der Angriff, wie ist dein? Ja, ich werde an dritter Position lauern und nach hinten schauen, dass der Klaus Ludwig nicht vorbeikommt. Ja, Alfred, und dir sieh es richtig an. Du bist heiß auf den zweiten Lauf. Ja, ich freue mich ja. Einmal, glaube ich,
so wie ich die Szene hier kenne. Ja, das sind alles faire Sportsmänner und wir werden uns bestimmt nicht in die wunderschönen Autos fahren, sondern wir werden einfach das Rennen, was jetzt noch ansteht, ob es im Regen ist, ob es bei wechselnden Bedingungen ist oder ob es vielleicht sogar trocken ist, egal. Ich habe mich jetzt sowohl im Trockenen als auch im Regen eingeschossen und freue mich auf den Nachmittag. Ja, Roland, du bist leider nicht mehr dabei. Kurt ist nicht mehr dabei heute Nachmittag, dein Auto schon. Wir sehen uns am Nürburgring. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Runde und dann schauen wir uns den zweiten Lauf an. Wir freuen uns schon. Alles Gute, viel Erfolg und ein unfallfreies Rennen. Danke vielmals. Danke. Scheint mit gesetztem Blinker. Vielleicht auch schon so ein Zeichen dafür, dass es da Schwierigkeiten gibt. Es kommt der Spitzenreiter nämlich durch, Alfred Heger. Ah, dem hat er den Blinker gesetzt. Heger ist damit also vorbeigefahren. Im Übrigen wird uns die Meldung der Durchfahrtsstrafe jetzt nicht mehr gezeigt. Wir hatten sie ja vorhin auch, und auch draußen im Livestream war es ja auch zu erkennen und eingeblendet, dass es diese Strafe gegeben hat. Die wird allerdings nicht mehr angezeigt. Wir haben noch 1:45 auf der Uhr. Stefan Rupp mit der aktuellen zweiten Position. Heger ist erneut durchgekommen. Hat es da vielleicht noch mal den Rückzug von der Durchfahrtsstrafe gegeben? Hat man sich das bei der Rennleitung noch mal angeschaut und gesagt, nee, also das scheint wohl doch kein Frühstart gewesen zu sein? Möglicherweise. Denn normalerweise hast du 3 Runden Zeit. Ja, man sagt, wenn es in den letzten Rennrunden passiert, dann hast du immer noch die Option, eine 30-Sekunden-Strafe dir nachträglich einzufangen. Oder dass es umgemünzt wird, eine Durchfahrtsstrafe zu 30-Sekunden-Strafe. Aber davon sind wir jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt, als die Strafe ausgesprochen wurde, weit weg gewesen. Wir sehen nochmal die Einspielung. Hier sind sie noch gleich auf. Dann gibt es Grün und dann ist die Frage, wer war vorne? Boah, gut, dass die Rennleitung ihre eigenen Bilder auch noch zur Verfügung hat. Letzte Runde, so hat es den Anschein. Obwohl die Tafel Last Lap nicht draußen war. Könnte also sein, dass wir hier vielleicht noch eine Runde mehr fahren. Sprich, abgelaufene Zeit plus eine Runde, das wäre die Option Nummer 2. Ich lasse mich überraschen. Ein Rennen voller Überraschungen. Und da war sie wieder, die situationselastische Reaktion. Mal schauen, was gleich passiert. Hier unten ist auf jeden Fall im Kommandostand der Rennleitung schwarz-weiß kariert im Anschlag. Das heißt aber nicht, dass die jetzt auch kommen wird. Es könnte ja auch passieren, dass man sagt, okay, jetzt hat er noch eine Runde. Jetzt kommt erstmal die Tafel Last Lap. Aber ich sehe, dass die schwarz-weiß karierte Flagge im Anschlag ist. Spitzenreiter ist in der Sachskurve. Dann geht es noch einmal diesen Linksbogen hinunter, einmal rechts. Und dann kommt Alfred Heger durch die letzten beiden Kurven hindurchgefahren. Auf die Start- und Zielgerade. Jetzt eingebogen, schwarz-weiß kariert für den Mercedes ITC. Stefan Rupp hat sich im Verlauf des Rennens dann doch einiges eingefangen an Sekunden. Wird als Zweitplatzierter jetzt abgewinkt mit 13,2 Sekunden Rückstand. Nachdem er in der Anfangsphase im ersten Teil nicht nur Paroli geboten hat, sondern viel, viel an Boden gut gemacht hat. Und jetzt kommt die Bestätigung der Rennleitung. Es gibt für die Startnummer 76 eine Drive-Thru-Ersatzstrafe von 30 Sekunden. Das war das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte. Also Heger und Stadler bekommen 30 Sekunden Zeitstrafe obendrauf gerechnet. Jetzt schauen Sie aber mal auf die Auflistung eine Runde zuvor. Jetzt kommt Anton Werner hier über den Zielstrich gefahren. Da waren es schon 31 Sekunden. Da fährt Werner tatsächlich nochmal eine persönliche Bestzeit mit 2:08,9. Die hat aber jetzt mal relativ wenig zu sagen. 49 Sekunden Rückstand. Das heißt, die 30-Sekunden-Strafe für Heger und Stadler haben lediglich die Auswirkung, dass man einen Platz verliert in der Gesamtwertung, nämlich an ihn. Damit ist er der Sieger. Stefan Rupp hat doch alles richtig gemacht. Hat auch tatsächlich einfach mal
dann die Pace aus korrekten Gründen herausgenommen. Er ist Zweiter auf der Strecke, aber der Sieger des Rennens im Alfa Romeo 155 ITC holt sich also Stefan Rupp seinen Laufsieg. Heger und Stadler im Mercedes C-Klasse ITC fallen durch die 30 Sekunden zur Ersatzstrafe auf die zweite Gesamtposition zurück. Anton Werner wird Gesamtdritter und Sieger seiner Klasse 2 im Audi 200 Quattro vor Klaus Ludwig und Eckhard Ludwigs. Askov und Brandsburg, gesamt 5 Platzierte, werden dann auch Dritte in der Division oder Klasse 2. Ko Koppejan im Mercedes als Gesamtsechster wird Vierter der Klasse 2. Blicken wir natürlich auch in die Klasse 3 noch hinein. Mit Adelt und Pott im BMW M30, gesamt 10. gewinnen sie die Klasse 3. Vor Reuter und Reuter in der gesamt 14. Position auf Rang 2 und Hans-Robert Holzer wird dort in dieser Division, in dieser Klasse, am Ende auf Rang 3 gesichtet. Das ist also hier unser eingefangener Drittplatzierter im Tic-Tac BMW M3 E30. Askov und Brandsburg beenden als Drittplatzierte der Klasse 2 dieses Rennen auf Gesamtrang Nummer 5. Damit haben wir also Rennen 1 Abschnitt 2 sozusagen auch hinter uns gebracht. Dieses zweigeteilte Rennen also dürfen wir dann freudig jetzt also mitnehmen mit diesem Ergebnis und werden hier jetzt gleich zum nächsten Qualifying wieder übergehen dürfen, das vor ziemlich genau 2 Minuten hätte starten sollen. Aber da haben wir noch ein kleines bisschen Luft. Tobi Schiemann ist auch schon wieder im Anschlag hier oben. Wir machen 12.02 Uhr, hast du gesagt. Okay, also in 5 Minuten gibt es dann hier das Qualifying des GT Sprint. Und wir machen dann einen Platzwechsel. Einmal hier oben am Mikro für euch draußen an der Strecke und zum anderen für das Fahrerlager, nämlich gleich mit der Siegerehrung unten in dem Bereich der Tourenwagen-Legenden. In diesem Sinne, viel Spaß noch im weiteren Verlauf des heutigen Samstags.